vielen Dank. Auch von mir nochmal danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich freue mich wirklich riesig, dass es auf so ein Interesse trifft. Und ich hoffe, dass wir euch nicht enttäuschen. Genau, ich sag auch gleich ein, zwei Worte noch zu dem Video. Ihr kennt das mit Sicherheit, aber also ich glaube, jede Person, die in der letzten Woche im Internet war, kennt zumindest die Figur des Mönchs. Aber genau, dazu gibt es auch noch ein bisschen was zu sagen. Genau, als Einführung wollte ich nur noch auch so, also genau, die Veranstaltungsreihe behandelt ja vor allen Dingen Militär und Krieg und die Frage von der Aufrüstung von von Sicherheitsbehörden im Inland ist natürlich dann erstmal sozusagen dann die Frage, wie schaffen wir eigentlich die Brücke von A nach B? Genau, und dazu wäre vielleicht noch einfach zu sagen, dass die Sicherheitspositive, die Behörden Arbeit im Inland beeinflussen, sind natürlich nicht allein oder liegen nicht allein im Inland. Und die Beeinflussung passiert eben auch über Auslandseinsätze der Bundeswehr. Es passiert über sehr, sehr diverse und komplexe Sicherheitseinschätzungen. Das bedeutet eben auch einen Konflikt in Europa, der die Sicherheitsdispositive für die Polizeibehörden in Deutschland und für die Sicherheitsbehörden in Deutschland auch mit beeinflusst. Deswegen haben wir uns entschieden, die Frage nach Krieg und Frieden eben so weit auszuweiten, dass sie auch im Inland gestellt werden kann und eben zu der Frage, wie die Sicherheitsbehörden im Inland sich aufrüsten oder eben nicht, ob sie sich aufrüsten und was sozusagen die Kategorien oder die Messlatten sind, das werden wir gleich noch hören. Aber damit sei gesagt, dass die Polizeibehörden bzw. eben diese Polizeiapparate immer auch Institutionen sind, die gesellschaftlich geschaffen sind. Das heißt, sie sind nicht einfach nur, sie folgen nicht nur Gesetzen, auch wenn sie das sollen. Die Gesetze sind als Kontrollinstanzen natürlich immer noch notwendig. Sie werden aber auch ganz klar beeinflusst darüber, was sozusagen gesellschaftliche Aushandlungen sind, die eben nun mal, wie gesagt, im Inland als auch im Ausland, aber eben nur nicht nur in den Sicherheitsdiskursen, sondern auch in ökonomischen Diskursen, gesundheitlichen Diskursen und anderen Diskursen stattfindet. Genau, und es gibt aber tatsächlich noch eine weitere Verbindung, die für Deutschland an sich gar nicht so relevant ist, die vor allen Dingen in den USA beobachtet werden konnte, aber auch in Frankreich zum Beispiel, wo nach Auslandseinsätzen in den Fällen vor allen Dingen, also für die USA, vor allen Dingen in Afghanistan und im Irak, wurden nach den Einsätzen teilweise militärische Panzerfahrzeuge im Inland für die Polizeiarbeit eingesetzt. Das bedeutet, dass zum Beispiel bei den Aufständen in Ferguson, dass dort sozusagen die Protestierenden und die Demonstrierenden mit Panzern geräumt wurden von der Polizei, die unter anderem aus dem Einsatz in Afghanistan kamen. Das bedeutet eben für jede Sicherheitsbehörde, dass sozusagen auch, oder die Frage, wie eigentlich der Austausch zwischen Militär und polizeilicher Sicherheitsbehörde stattfindet und wo da sozusagen auch so der genau dieser Austausch getrennt werden muss. Das wäre dann auch eine Frage, die ich gerne an Martina stellen möchte gleich, die Frage von Kontrolle und wo sozusagen die Grenze zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden tatsächlich verläuft, beziehungsweise wo sie langsam verschwimmt. Und nicht zuletzt ist natürlich auch die Frage, wer wird poliziert, immer sehr im Fokus und wie diese Polizierung stattfindet. Wir sehen zum Beispiel im öffentlichen Raum, beziehungsweise im urbanen Raum, dass Kriminalität auch sehr, sehr stark verräumlicht wird. Das heißt, wir haben nicht einfach nur Gesetze, die angewendet werden, sondern es werden tatsächlich Räume geschaffen, in denen zum Beispiel besondere Polizeiverfügungen bewilligt sind, in denen sozusagen Menschen anlasslos kontrolliert werden. Und das trifft aber eben nicht alle gleich. Und diese Frage möchte ich dann mit Lara auch nochmal besprechen. Ich stelle die Referentin gleich auch nochmal kurz vor. Und zwar, wer wird sozusagen von der Polizei als Behörde am meisten getroffen? Für wen bedeutet so eine Aufrüstung Sicherheit und für wen bedeutet sie eben eine verstärkte Unsicherheit? Das sind so ein bisschen die Leitfragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Genau, mein Name ist Anastasia Blinzow. Ich bin Bildungskoordinatorin hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung für Stadt- und Mietenpolitik. Deswegen auch vor allen Dingen der stadträumliche Anspruch von meiner Seite, also mein Interesse an dem Thema besonders. Genau, und ich führe euch heute so ein bisschen durch den Abend und wir sprechen heute zunächst mit Martin Kirsch. Martin wird den ersten Input übernehmen und zwar
ist Martin Kirsch bei der Informationsstelle Militarisierung. Das ist ein Verein, der besonders Bildungsformate macht. Das wird Martin auch gleich nochmal vorstellen. Er ist vor allen Dingen in den Themen Militarisierung der Polizei, Inlandseinsätze der Bundeswehr, zivil-militärische Zusammenarbeit im Inland, Umbau der Bundeswehr seit 2014 und die Ankerarmee-Bundeswehr. Das sind sozusagen die Themenbereiche, die er behandelt. Und von der Informationsstelle Militarisierung gibt es eine neue Broschüre, die online als PDF kostenlos erhältlich ist. Wir haben ein Ansichtsexemplar dort drüben auf dem Materialtisch. Da könnt ihr euch auch andere Materialien suchen. Genau, und die Broschüre zu rechten Netzwerken in der Bundeswehr, wie gesagt, ist kostenlos als PDF erhältlich. Nach dem Input von Martin, wird Martina Renner, ist Abgeordnete für die Linke im Bundestag. Sie wird daraufhin eine Replik geben und kommentieren. Martina ist neben ihrer Mitgliedschaft im Bundestag auch Obfrau der Linksfraktion für den Innenausschuss des Bundestages und stellvertretend im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Sie ist außerdem innenpolitische Sprecherin und Sprecherin für antifaschistische Politik der Linksfraktion im Bundestag. Und nicht zu guter Letzt ist Lara, von ihr sei keine Sicherheit dabei. Lara spricht heute für die Initiative, die im Mai 2021 sich gegründet hat und mit dem Slogan, ihr sei keine Sicherheit, und 8000 Menschen auf die Straße gegangen ist, um dagegen zu protestieren, dass die Gewalt von Polizei und Sicherheitsbehörden ausgeht, beziehungsweise die Frage zu stellen, wie eine Sicherheit für die Gemeinschaft tatsächlich geschaffen werden kann und eben nicht von behördlichen Strukturen wie der Polizei. Herzlich willkommen. Und im Anschluss an die drei Inputs wird es eine kurze Murmelrunde geben. Da würde ich euch dann gleich einfach Bescheid geben, wo ihr gerne einfach in ganz kleinen Gruppen von 3, 4 Leuten, gerne auch mit euren FreundInnen, Leute, die ihr schon kennt, das ist eigentlich egal, könnt ihr euch nur kurz austauschen über Fragen und Verständnisfragen, Diskussionsfragen, die ihr habt, und die würden wir dann im Anschluss mit einem Saalmikrofon sammeln, und die könnt ihr dann in der offenen Diskussion auch an die Referierenden stellen. Jetzt ist das Video vorbei, und ich wollte aber noch 1, 2 Worte ganz kurz dazu sagen. Und zwar, genau, wir haben den Mönch von Lützerath gesehen. Und ich fand das Video sehr spannend, weil mich das erinnert hat an die Praxis des Radical Clowning. Falls das einigen von euch etwas sagt, das ist eine Praxis, die besonders in der globalisierungskritischen Bewegung entstanden ist. Da haben Menschen angefangen, sich als Clowns zu verkleiden und sind bewaffnet sozusagen mit, Reinigungsgegenständen und Blumen auf die PolizistInnen zugegangen, aktiv, um vor allen Dingen sozusagen diese militärische Inszenierung der Polizeigewalt ins Absurde zu ziehen. Also eine Art der, jetzt fällt mir das Wort natürlich, es ist also genau politische Satire, aber eben auch das sozusagen in der Tradition des politischen Karnevals stehend. Und von da aus, das ist natürlich eine Option und eine Möglichkeit, die Arbeit und die Militarisierung, die Aufrüstung der Polizei zu kommentieren. Die Frage wäre natürlich dann weiterhin, und ich hoffe, dass wir heute Abend vielleicht auch nochmal darüber reden werden, ist das tatsächlich eine Lösung für das Problem? Also natürlich ist die Satire eine Möglichkeit, das zu kommentieren und ins Absurde zu ziehen, aber welche Problemlösungen bzw. welche tatsächlichen Alternativen haben wir in der Hand, um die Polizeiapparate vielleicht auch abzuschaffen bzw. anders zu strukturieren? Genau, dann würde ich einfach direkt an Martin übergeben mit einem ersten Input. Ja, danke. Passend zu deinen Worten zum Verhältnis von der Veranstaltung heute und der Reihe, bei der Informationsstelle Militarisierung beschäftigen wir uns auch vor allem mit Bundeswehr, deutscher Außenpolitik, NATO, EU und diesen militärischen Fragen. Und es ist aber zwangsläufig, dass man da immer wieder auch auf Verbindungen zur Polizei stößt. Also sowohl Auslandseinsätze, ja, wenig bekannt, aber auch die deutschen Polizeibehörden sind in Auslandseinsätzen und kooperieren da eng mit der Bundeswehr, schauen sich da Dinge ab. Und auch die Kooperation zwischen Bundeswehr und Polizei nimmt in den letzten Jahren massiv zu. Und so entsteht da immer wieder ein Link, weswegen wir uns auch mit der inneren Aufrüstung beschäftigen.
Genau, das ist schon mal so ein erster Eindruck irgendwie, was im Polizeiapparat so passieren kann. Und auf den ersten Blick, wenn diese Beschriftungen nicht da wären, würde man wahrscheinlich an Soldatinnen und Soldaten denken und nicht an Polizistinnen und Polizisten. Ich würde mich heute Abend gern unter anderem auf Peter Kreska, einen Professor aus den USA, beziehen, von der School of Justice Studies der Eastern Kentucky University, der seit über 20 Jahren zur Militarisierung der Polizei in den USA arbeitet und das versucht hat, einigermaßen systematisch zu erfassen. Und der macht ein paar Grundannahmen, die meiner Meinung nach ganz wichtig sind. Und zwar, dass jede Polizeiorganisation einen militärischen Anteil hat. Und darum geht es um die Frage, nicht ob, sondern welcher Grad, zu welchem Grad ist eine zivile Polizeibehörde militarisiert oder auch nicht. Und wenn wir uns nach Militarisierung der Polizei fragen, ist es immer die Frage, nimmt dieser Grad der Militarisierung zu oder nimmt er ab? Also es ist nicht eine Frage von existiert es oder existiert es nicht, sondern was sind die Entwicklungen, was sind die Tendenzen? Und um mal kurz zwei Extrembeispiele aufzuzeigen, das ist einerseits auf der linken Seite eine Pfeife von den Bobbies in Großbritannien, also den Streifenpolizistinnen und Streifenpolizisten in Großbritannien, die bis in die 70er Jahre ausschließlich mit dieser Trillerpfeife bewaffnet waren. Die hatten keine Schusswaffen, keine weiteren Waffen. Die Trillerpfeife, die öffentliche Aufmerksamkeit und ihre Uniform waren ihre Waffe. Das war ein Beispiel einer extrem zivilisierten Polizeibehörde. Und umgekehrt auf der rechten Seite ist ein Bild der Gendarmerie Nationale aus Frankreich. Diese Gendarmerie hat eine starke militärische Tradition, auch in der kolonialen Aufstandsbekämpfung. Sie untersteht dem Verteidigungsministerium in Frankreich, nicht dem Innenministerium, und wird neben Auslandseinsätzen vor allem für Polizeiaufgaben im Inland eingesetzt. Ähnliches gilt für die Guardia Civil in Spanien, die Carabinieri in Italien. Das wäre ein Beispiel von ihren Grundstrukturen und von ihrer Tradition schon ganz stark an militärische Strukturen angedockten Polizei. Aber um dieses Thema aufzureißen, würde ich kurz mit euch gucken, wie das in der Geschichte der Bundesrepublik so abgelaufen ist. Wir sehen hier ein Bild von 1945 aus dem Februar, also noch vor Kriegsende, wo die drei Staatenlenker der Alliierten gegen Nazi-Deutschland sich auf Jalta auf der Krim treffen, um über ein möglichst Nachkriegsdeutschland zu debattieren. Und da legen sie drei Grundsätze fest, wie sie mit dieser künftigen Gesellschaft umgehen wollen. Also neben territorialen Fragen, militärischen Fragen und Ähnlichem geht es um die Denazifizierung einer künftigen Gesellschaft in Deutschland, einer Demilitarisierung und einer Dezentralisierung. Demilitarisierung heißt, dass tatsächlich in den Gebieten unter Kontrolle der Alliierten jegliche Polizeibehörden entwaffnet werden. Und der zweite Punkt, der ganz spannend ist, die Dezentralisierung. Das ist was, was wir im Föderalismus immer noch sehen. Es gibt in Deutschland nicht eine Polizei, sondern es gibt eine Bundespolizei. Es gibt 16 Länderpolizeien und noch verschiedene andere Polizeibehörden. Auch der Part, dass das Ordnungsamt und die Einwohnermeldeämter, die eine Art ordnungspolizeilichen Auftrag haben, in Deutschland nicht der Polizei unterstehen, sondern eigene Behörden sind, sind ein Teil dieser Dezentralisierung, ein Teil von Lernen aus dem NS, dass das nicht alles in einer Behörde zentralisiert sein soll. Genau, diese Demilitarisierung der Polizei hält sich aber nicht lange. Das ist ein Bild aus den 50er Jahren. In den 50er Jahren mit dem Koreakrieg nimmt der Kalte Krieg auch in Europa und in den sich zunehmend voneinander wegbewegenden beiden Teilen Deutschlands zunehmend Gestalt an. Und die Polizei ist tatsächlich der erste Schritt der Wiederbewaffnung in der Bundesrepublik. Und zwar die Gründung vom Bundesgrenzschutz und den Bereitschaftspolizeien,
die nicht als Polizeibehörden, wie wir uns das vorstellen aktuell, sondern als paramilitärische Einheiten zur Landesverteidigung, also als eine Art Vorläufer der Bundeswehr tatsächlich eingerichtet werden und für Kriegsszenarien und für Aufstandsbekämpfungsszenarien nach dem Vorbild der 20er Jahre trainieren. Und so bilden diese Einheiten auch den Kern des Personals, was dann 1955/56 zur Gründung der Bundeswehr hergenommen wird. Also wir haben in der Bundesrepublik eine Geschichte mit einer massiv militarisierten Polizei. Das ändert sich aber in Teilen in den 70er Jahren als Reaktion auf die Straßenproteste 68 und folgende. Ist klar, dass irgendwie Polizisten, die mit Gewehrkolben auf Demonstrierende einschlagen, nicht mehr besonders funktional sind. Und die Bereitschaftspolizeien werden tatsächlich auch auf politischen Druck demilitarisiert. Also ihnen werden die klassischen militärischen Waffen weggenommen und sie werden für Demonstrationseinsätze, für Straßenproteste und Ähnliches vor allem ausgerichtet. Während die Kriegswaffen, die weiter in den Polizeibehörden existieren, vor allem ab 72 nach dem Olympia-Attentat in München in die Spezialeinheiten gehen. Also GSG 9 und Spezialeinsatzkommandos in den Bundesländern sind da die Stichwörter, die weiter diesen hochmilitarisierten Teil pflegen, aber als einen sehr speziellen kleinen Bereich, der damals organisiert wird mit der Aussage, dass es nur für absolute Ausnahmefälle, also für Terroranschläge, für Geiselnahmen, das soll nichts mit dem polizeilichen Alltag zu tun haben. Das lohnt sich noch, das im Hinterkopf zu behalten. Und ein letzter Teil zur Geschichte, bevor wir in die Gegenwart kommen. In den 80er Jahren gibt es dann nochmal einen ganz schönen Widerspruch, dass einerseits ein Konzept der sogenannten Bürgerpolizei aufkommt, also das zumindest vor sich hergetragen Ideal, dass die Polizei als Gegenüber von Bürgerinnen und Bürgern, als Ansprechpartner auf Augenhöhe mit den Menschen agieren soll. Das ist nie Realität gewesen, aber das wird zumindest als Anspruch formuliert und wirkt ein Stück weit so auch auf die alltägliche Polizeiarbeit. Und parallel aber eine Tendenz, dass gerade für Großereignisse, für Demonstrationen, für Dinge, die rund um die Baustellen von Atomkraftwerken oder vom Flughafen in Frankfurt stattfinden, massive Auseinandersetzungen, die vielleicht auch ein bisschen an Lützerath und Co. erinnern, die Polizei für Demonstrationseinsätze massiv aufgerüstet wird. Also mit Reizgas und Spezialeinheiten für diese Demonstrationseinsätze, die gebildet werden. Wir kommen sozusagen mehr oder weniger in die Gegenwart. Für die aktuellen Militarisierungstendenzen ist das Jahr 2015 ganz zentral. Nichts, was ab diesem Jahr passiert, ist völlig neu oder war nicht vorher angelegt, aber Tendenzen, die vorher schon da waren, brechen sich da Bahn. Und zwar findet im Januar 2015 zwei Anschläge in Paris statt, einmal auf das Satiremagazin Charlie Hebdo und, was gerne vergessen wird, auf einen jüdischen Supermarkt in Paris. Danach gibt es tagelange Jagden von Spezialeinheiten der Polizei durch ganz Frankreich, um damals noch vermutlichen Täter zu stellen. Und diese Bilder laufen live durch die sämtliche Fernsehsendung. Und das Ganze löst eine riesen Debatte aus über Terrorismus, über Terrorabwehr, ein riesen Aufrüstungsgelüste, die da irgendwie von den Innenbehörden und in den Medien bespielt werden. Das Horrorbild der Polizei ist auf einmal Attentäter, dschihadistische Attentäter, die militärisch ausgebildet, militärischer Schutzausrüstung und Schnellfeuerwaffen in europäischen Innenstädten agieren. Und das Ganze führt in der deutschen Debatte dazu, dass der damalige Vorsitzende der Innenministerkonferenz sagt, wir müssen für Waffengleichheit sorgen. Also Attentäter mit militärischer Schutzausrüstung, mit Schnellfeuerwaffen, mit militärischen Ausbildungen sollen der Maßstab sein, an dem sich die Polizei orientieren soll. Und um das Ganze ein bisschen zu systematisieren, würde ich auf vier Dimensionen kurz versuchen einzugehen, auch wenn die Zeit schon anfängt zu rennen.
Das ist einmal die materielle Dimension, also die Frage, orientiert sich wieder an Peter Kreskal. Die materielle Dimension, also die Frage nach Waffen, Ausrüstung, Technik. Eine kulturelle Dimension, also die Frage nach der Sprache, dem Stil, dem Aussehen, dem Selbstbild und der Selbstdarstellung der Polizei. Eine organisatorischen Dimension, also wie sind die Strukturen, Hierarchien und Gliederungen des Polizeiapparats. Und einer operativen Dimension, also wie plant die Polizei Einsätze und vor allem auch, was ganz spannend ist, wie geht die Polizei mit Hochrisikosituationen um. Und um kurz mal zwei Bilder der materiellen Dimension zu zeigen, das ist ein Bild links von der Besatzung eines Streifenwagens in Schleswig-Holstein. Das ist nicht deren alltägliche Ausrüstung, aber das ist die Ausrüstung, die im Rahmen dieser Antiterrorpakete in einem Tresor im Kofferraum dieses Streifenwagens deponiert wurde. Also Ausrüstung, die ganz klar an einem militärischen Vorbild ausgerichtet ist und die dafür da ist, dass diese Streifenwagenbesatzung bei dem entsprechenden Funkspruch quasi zur kleinsten Antiterroreinheit werden. Und weiter ist eine Tendenz, dass neue Panzerfahrzeuge angeschafft werden für die Polizei. Über die Jahre, jetzt die letzten, wurden in verschiedenen Polizeibehörden schon immer kleinere Mengen angeschafft und aktuell läuft ein Verfahren vom Bund, der für die Bundespolizei und sämtliche Bereitschaftspolizeien der Länder neue Panzerfahrzeuge von einem Rüstungskonzern Rheinmetall anschafft, um die sozusagen in diese Polizeibehörden zu geben. Dieses Gerät ist zwar nicht in der Form in Afghanistan im Einsatz gewesen, aber es wird auch für militärische Abnehmer von Rheinmetall angeboten und ist von dem, wie dieses Fahrzeug aufgebaut ist, ganz klar an Militärfahrzeugen, an Panzerfahrzeugen orientiert, die so oder ähnlich in Afghanistan unterwegs waren. Auch diese Parallelen gibt es hier. Und die materielle Dimension hat aber noch eine weitere Ebene. Das ist ein Roboterhund der Polizei NRW, der aktuell noch gar keine Aufgabe hat. Der wurde erstmal angeschafft und der stammt von dem US-Rüstungskonzern General Dynamics. In San Francisco wurde dieser Roboterhund von der Polizei angeschafft und nach massiven Protesten wieder abgeschafft. Die Polizei NRW hat ihn jetzt erstmal, der steht hier aber stellvertretend ein bisschen für die Ideologie und die Fantasie, polizeiliche und gesellschaftliche Probleme mit Technologie lösen zu können. Also es geht auch um Drohnen, es geht um künstliche Intelligenz, es geht zum Beispiel im Rahmen von sogenanntem Predictive Policing, also Vorhersagesoftware, es geht um Überwachungssysteme, es geht um Überwachungssoftware, also mit welchen technologischen Fantasien versucht wird, einen polizeilichen Zugriff auf Gesellschaft zu bekommen. Und diese materiellen Ebenen haben aber eine weitere Auswirkung über die materielle Dimension hinaus. Dazu würde ich mich gern auf Busch und Funke und weitere aus die Polizei in der Bundesrepublik, einem super wichtigen Werk für die Geschichte der Polizei in der BRD beziehen, die auch damals schon an diesen Fragen dran waren. Da heißt es, die Ausstattung mit spezifischen Waffen drückt die politische Bereitschaft zum Einsatz dieser Waffen aus. Zudem programmiert die Ausstattung mit spezifischen Waffen die Lösung innergesellschaftlicher Konflikte bis in Alltagssituationen hinein vor. In der Bewaffnung äußert sich Auftrag und Selbstverständnis der Polizei. Also sozusagen das, was man da in den Bildern sieht, ist auch was, was sich insgesamt tief in diesen Apparat und seine Funktionsweise hineinfrisst. Womit wir bei der kulturellen Dimension wären. Ich gehe da nicht zu tief ein. Auch hier wieder Bilder, die zeigen von einer Spezialeinheit, wo man außer der Markierung nicht erkennen würde auf Anhieb, ob das jetzt irgendwie von der Bundeswehr, von irgendeiner anderen Armee oder tatsächlich von der Polizei ist. In dem Fall ist das SEK Frankfurt, was aufgrund von rechten Netzwerken aufgelöst wurde. Zum Glück ein spezieller Fall. Genau, es geht aber auch um weitere Fragen des Selbstverständnisses, also auch wenn das immer ein abstruses Idealbild ist, aber verstehen sich die Polizisten in etwas altem Sprech als Schutzmänner und Schutzfrauen oder verstehen sie sich tatsächlich als Kriegerinnen und Krieger?
welche Rolle spielt ein Freund-Feind-Schema oder nochmal eine Aussage von dem Innenminister aus Rheinland-Pfalz, von Roger Lewenz. Es würde darum gehen, das Gegenüber durch die Zieleinrichtung des Gewehres zu beobachten. Also da geht es dann um diese Antiterrorgeschichten, aber das macht irgendwie so ein bisschen klar, in welche Denke da teilweise Einzug erhält. Also nicht irgendwie Bürgerinnen und Bürger spielen dann da auf einmal diese Rolle, sondern es geht um Terrorabwehr und es geht darum, wen man durch ein Fadenkreuz beobachten könnte. Und das ist aber leider immer noch nicht alles. Auch auf der organisatorischen Ebene bewegt sich der Polizeiapparat in den letzten 7 Jahren massiv weiter. Wie sieht es mit der Zeit aus? Ich bin schon ganz schön knapp, oder? Genau, ganz kurz, es gibt neue Formen von Spezialeinheiten. Es findet eine Form von Zentralisierung von diesen paramilitärischen Spezialeinheiten statt. Und es findet eine Form von, also ein Beispiel ist die Bundespolizeidirektion 11, die hier in Berlin-Kreuzberg ist und wo die Spezialeinheiten der Bundespolizei zentralisiert wurden. Und diese Spezialeinheiten rutschen in den Alltag. In Hamburg gibt es jetzt Unterstützungsstreifen für erweiterte Einsatzlagen, wo im Prinzip die Strukturen, die Taktiken, die Ausrüstung dieser Antiterroreinheiten in speziellen Streifenwagen permanent mitfahren. Und ganz kurz noch zur operativen Dimension. Diese Spezialeinheiten, die in den 70ern für absolute Ausnahmesituationen aufgestellt wurden, sind mittlerweile absoluter Polizeialltag. Das Spezialeinsatzkommando Berlin ist in den letzten Jahren im Schnitt 500 Mal im Jahr im Einsatz. Bei Hausdurchsuchungen, bei Razzien, bei der Durchsetzung von Haftbefehlen. Das sind im Schnitt knapp 1,5 Mal am Tag. Also so ist diese Ausnahmesituation ausgelegt worden. Und es finden tatsächlich neben dieser Ausrüstung auch paramilitärische Trainings für die Besatzung von Streifenwagen statt, die auf einmal nicht mehr in Situationen mit bewaffneten Täterinnen und Tätern den Bereich weiträumig absperren sollen und auf Spezialeinheiten warten, sondern selber aktiv die Waffe und diese Ausrüstung in die Hand nehmen, sich anlegen und darauf zugehen. Und dazu noch ein letztes Zitat von einem Menschen von der Polizeihochschule Rheinland-Pfalz, der 2015 auch im Rahmen von diesen Antiterrorpaketen gesagt hat: Wir haben uns schlau gemacht in Ländern ringsum, von Frankreich bis Israel. Und bei der Bundeswehr waren wir auch, um uns militärische Taktiken anzuschauen. Kann man diese auf polizeiliches Vorgehen adaptieren? Das gelingt meines Erachtens sehr gut. Also hier ist wieder der Link, dass sich da unmittelbar auch Dinge für den Polizeialltag bei der Bundeswehr abgeschaut werden. Genau, über Einsätze bei Demonstrationen, zum Beispiel G20 und polizeilichen Schusswaffengebrauch, wo auch diese Aufrüstung eine Rolle spielt, können wir dann ja vielleicht später noch kurz eingehen. Herzlichen Dank, Martin. Genau, ich würde einfach die Fragen an dich auch am Ende in der Diskussionsrunde sammeln und vielleicht direkt mit Martina eine Frage an dich einsteigen. Und zwar haben wir nämlich gerade auch schon gehört, dass es auf verschiedenen Ebenen diese Tendenz hin zur Militarisierung gibt. Und was mich da vor allen Dingen auch interessiert, ist die organisatorische Ebene, die ihr ja irgendwo auch kontrolliert, also als politische Abgeordnete, habt ihr natürlich irgendwo auch sozusagen diese Kontrollinstanz inne. Wo würdest du aus deiner Perspektive sagen, verläuft die Trennung der Behörden und wo wird diese Trennung wieder aufgeweicht, wenn beispielsweise in einer operativen Dimension die Militarisierung oder die Strategien aus dem Militär dann doch im Inneren sozusagen eingesetzt werden von den Sicherheitsbehörden? Ja, ich würde gerne mit einem aktuellen Beispiel beginnen, was das Eindringen von militärischer Sprache oder militärischer Logik in die Sicherheitspolitik angeht. Wir hatten heute Morgen Innenausschuss. Wir mussten uns 1,5 Stunden mit den sogenannten Silvesterkrawallen beschäftigen. Man kann sich vorstellen, was da alles an auch rassistischen Implikationen und so weiter verbunden war. Aber ganz interessant war eben auch, dass
es immer wieder um die Frage der Strafrechtsverschärfung ging und vom BMI vorangetrieben die Forderung, man müsse einen neuen Straftatbestand schaffen, der das Locken in den Hinterhalt von Rettungskräften eben als gesonderten irgendwie sozusagen Straftatbestand unter Strafe stellt in Zukunft. Und dann wurde gefragt, gibt es denn dafür Beispiele? Also war das so? Nein, das war so nicht, aber in der Vergangenheit. Und dann ist natürlich auch aufgefallen, hallo, das Wort Hinterhalt. Das Wort Hinterhalt ist dem Militärischen entlehnt. Und eigentlich die Sicherheitsgesetzgebung, also das Strafrecht, kennt keinen Hinterhalt. Es kennt natürlich hinterhältiges Verhalten. Das gibt es zum Beispiel eben bei verschärfenden Straftatbeständen bei Körperverletzung. Aber Hinterhalt nicht. Und da es nicht nur jetzt das Gefühl war von uns, die denken in der militärischen Logik, machte sich dann deutlich, als der zuständige Abteilungsleiter aus dem BMI dann auch noch ausführte, ja, aber das war doch so und dann werden die da in eine Straße gelockt und dann unter Feuer genommen. Und das ist vielleicht etwas, was Martin, du eben meintest, es gibt eine kulturelle Ebene. Es ist nicht immer nur die Frage der Ausrüstung oder der Befugnisse oder der Zusammenarbeit, sondern das Durchdringen eben auch von Sicherheitspolitik mit militärischer Sprache, mit Feindbildern und mit Attributen. Das ist heute Morgen noch mal sehr deutlich geworden. Aber ich glaube, gerade auch mit Blick auf die Auseinandersetzung, die wir in der Innenpolitik führen als Linke, ist neben der Frage der Militarisierung ein zweites sehr wichtig. Das ist die Aufhebung des Trennungsgebotes zwischen Polizei und Geheimdiensten und die immer mehr Entwicklung, dass Polizei auch wie Geheimdienst agiert und umgekehrt sich Geheimdienst Aufgaben, Befugnisse der Polizei anmaßt. Ich will ein paar Beispiele geben, wo dies alles verschwimmt. Das war ja deine Frage. Zum einen haben wir gemeinsame Gremien von Polizeien und Geheimdiensten, wie das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum, wo eben nicht nur Informationen ausgetauscht werden, sondern eben auch gemeinsame Dateien aufgebaut werden und von allen Seiten genutzt werden. Der VS, also der Verfassungsschutz, der Inlandsgeheimdienst, spricht sehr häufig davon, gerade eben auch in der Aufklärung von Anschlagsvorbereitungen im Bereich Terrorismus. Sie würden ermitteln. Das ist etwas, was Ihnen gar nicht zusteht. Aber Sie versuchen, diese polizeiliche Sprache immer zu benutzen und zu tun, als wären Sie eben auch wie eine Ermittlungsbehörde wie die Polizei. Und gleichzeitig in der Politik verschwimmt eben auch das Verständnis, dass es da eine klare Trennung geben muss, historisch und auch inhaltlich begründet. Wenn zum Beispiel die Grünen vorschlagen, die Zuständigkeiten des Bundesamtes für Verfassungsschutz müssten sich mehr in dem Bereich der Gefahrenabwehr ausbauen. Und eine Schnittstelle will ich noch kurz benennen und dann können wir auch, glaube ich, noch mal zu anderen Punkten kommen. Die mir auch in letzter Zeit aufgefallen ist, der Inlandsgeheimdienst geriert sich immer mehr als Stichwortgeber auch gegenüber den Polizeibehörden. Ich will das mal durchdeklinieren. Eigentlich, es wissen ja einige, beschäftige ich mich sehr viel mit der extremen Rechten und natürlich auch mit aktuellen Entwicklungen der letzten Jahre, der Radikalisierung in dem Bereich der Corona-Leugnerin, Maßnahmegegnerin oder das, was Reichsbürger genannt wird, ist ja eine Selbstbezeichnung, also immer unter Anführungszeichen. Irgendwann ist der Verfassungsschutz auf die Idee gekommen, dass man genau diesen Bereich der extremen Rechten am besten rausdefiniert aus dem, was man Rechtsextremismus nennen. Nur 10% der Reichsbürger werden zum Beispiel vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingesehen. Der Rest ist irgendwas. Und weil natürlich halt immer die Frage ist, was soll denn das sein für völkische Antisemiten, Rassisten, Revisionisten, was sollen die denn sein, hat man irgendwann diesen Begriff sich ausgedacht, das sind Delegitimierer des Staates. Ja, so. Wäre eine andere Diskussion, was da alles mitschwingt und ein Unfug ist. Aber dieser Unfug des Verfassungsschutzes dringt irgendwann in die Polizeiarbeit ein.
als nämlich das Bundeskriminalamt zuständig für das Zusammenführen der Statistiken aus den Ländern, was die politisch motivierte Kriminalität angeht, vor etwa 3 Jahren zunehmend Straftaten und Gewaltstraftaten auch mit für mich offensichtlichem rechten Bezug rassistischer Motivation in einer neuen Kategorie politisch motivierte Kriminalität nicht zuzuordnen fasst. Mittlerweile die zweitgrößte Kategorie nach rechts. Rechts nicht zuzuordnen und dann kommt der rechts. Jedes Jahr anwachsen, ich würde sagen, prognostiziere nächstes Jahr die größte Kategorie. Irgendwas, man weiß nicht, ist es rechts, ist es links, ist es Islamismus, keine Ahnung. Dass sie überhaupt auf diese abstruse Idee gekommen sind, liegt deswegen, weil der VS Stichwortgeber ist, weil der VS die politische Debatte bestimmt. Und auch an der Stelle sieht man das Verschwimmen von Grenzen. Deswegen glaube ich, ist eine wichtige Frage die Militarisierung, aber die zweite Frage, die ist genauso wichtig, ist die Rolle der Geheimdienste als Definitionsmacht, ist die Rolle der Geheimdienste als Behörde, die sich zunehmend polizeiliche Aufgaben anmaßt, ist der Austausch von gemeinsamen Dateien. Das ist für mich neben dem ein zweites großes Thema auch der Auseinandersetzung für uns als, wie wir uns verstehen, irgendwie linke Bürgerrechtspartei. Ja, du hast jetzt auf jeden Fall auch schon viele wichtige Punkte genannt und geboten. Und ich hätte da zum Beispiel also tatsächlich jetzt die Razzia, von der du gesprochen hast, beziehungsweise genau, falls es hier noch Leute gibt, die das vielleicht nicht mitbekommen haben oder gerade nicht präsent haben. Anfang Dezember wurden 25 Menschen festgenommen, darunter eben also durch die Bundesanwaltschaft und darunter eben frühere Offiziere und Polizeibeamte. Und darunter war tatsächlich eine Person, die von der Polizei vorher aufgesucht wurde. Das war ein Ex-Offizier aus Eppenschlag, der, ich glaube, eine Woche früher oder 2 Wochen früher, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, von der Polizei aufgesucht wurde und als eine Gefährdenansprache erhalten hat. Und die Frage steht jetzt gerade im Raum, ist sozusagen über diese Gefährdenansprache möglicherweise der Offizier gewarnt worden? Und sozusagen die Frage, die sich mir daran anschließt, ist, was sind da die Handlungsmöglichkeiten? Also diese Frage steht im Raum. Sicherlich wird politisch auch verhandelt, ob da jetzt untersucht werden soll oder nicht. Aber was sind denn da sozusagen tatsächlich die Möglichkeiten, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wo die Kontakte zwischen LKA, Bundesanwaltschaft und Polizei sozusagen das ergeben haben, dass da so Informationen geflossen sind oder eben nicht geflossen sind. Genau, die Frage einfach, wo wir da die Kontrollinstanz, die wir einsetzen können, auch tatsächlich handhabbar machen und wirklich produktiv einsetzen. Also bei der Frage rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr bis hin zur Rolle von Polizisten, in dem Fall war auch eine Polizistin dabei bei der Razzia und ehemaligen aktiven Soldaten in rechtsterroristischen Strukturen, ist natürlich immer eine Grundauseinandersetzung, wie können diejenigen, die Teil dieser Institution sind, gegenüber denen, die unter Terrorverdacht stehen, zu den Ermittlungsverfahren laufen, vorgehen, ohne dass im Vorfeld Informationen an die Beschuldigten durchgestochen werden, beziehungsweise auch ohne das Problem, dass gegebenenfalls auch Ermittlungsintensität einfach nicht an den Tag gelegt wird, sondern man die Sachen über Monate einfach mal verschlumpert irgendwie, weil man ja weiß, man will irgendwie dem Kollegen, Kameraden nicht auf die Füße treten. Und dieses Problem, was wir jetzt bei der Reichsbürger-Razzia gesehen haben, das ist dieser Oberst Eder AD aus Bayern, der im Vorfeld eine Gefährdeansprache vom LKA Bayern bekommen hat und natürlich in dem Moment gewarnt sein musste und es auch so verstanden hat, dass er irgendwie unter Beobachtung ist oder dass zu ihm irgendetwas läuft, ist ja ein gutes Beispiel. Wir haben aber dieselbe Problematik gesehen im Kontext Franco Albrecht, der verurteilt wurde, dass er im Vorfeld der Durchsuchungsmaßnahme vom MAD gewarnt war, und zwar vom Verbindungsoffizier ins Bundeskriminalamt. Also der hat das Gegenteil getan von dem, was er sollte. Wir haben es bei Nordkreuz gesehen, da gab es auch eine entsprechende Verratssituation und wir sehen es immer wieder. Es gibt eigentlich nur erstmal formale Schranken, die man hochziehen kann.
Das heißt, wenn zum Beispiel ein LKA-Beamter in Mecklenburg-Vorpommern unter Verdacht steht, einer rechtsterroristischen Vereinigung anzugehören, ist es nicht so klug, das LKA Mecklenburg-Vorpommern mit der Ermittlungsarbeit zu betrauen. Ja? Also die Frage, gehe ich weiter weg, regional, oder aber ziehe ich auch bestimmte Sachen dann tatsächlich auf die Ebene des Bundeskriminalamtes? Spoiler, da gibt es übrigens auch Probleme mit Extremrechten. Aber schaffe ich quasi eine räumliche oder institutionelle Distanz, sodass ich sage, da gibt es keine Kenn- und Kontaktverhältnisse zu dem Beschuldigten, dass das auf dem kurzen Dienstweg in der Kantine schon mal verzählt wird. Die nächste Möglichkeit ist natürlich, dass man diese Verfahren versucht, möglichst abgeschottet zu führen. Dass man sagt, man hat nur einen sehr kleinen Kreis von Beamten, Beamtinnen, die damit befasst sind. Und dieser Kreis wird auch schnittstellenmäßig von anderen getrennt, sodass keine Informationen weitergetragen werden können. Das ist möglich, aber auch schwierig. Und dann ist natürlich immer etwas, was viele vergessen. Ermittlungsführerin ist nicht die Polizei, sondern die Staatsanwaltschaft. Also zum Beispiel der Generalbundesanwalt in Terrorismusverfahren oder die Generalstaatsanwältinnen, irgendwie, wenn es um Planung irgendwie von schweren staatsgefährdenden Gewaltstraftaten geht. Die können natürlich auch sagen, wir sehen diese Problematik und sich überlegen, was an Schritten notwendig ist, um eben das Durchstechen von Informationen zu erschweren. Aber es ist tatsächlich so, dass wir an vielen Stellen das Problem sehen und übrigens die Behörden auch. Es gab tatsächlich auch Ermittlungsverfahren, wo man gesagt hat, aus dem und dem Grund hat man die und die rausgelassen. Und da erinnere ich jetzt nochmal, und das ist vielleicht der Bogen, an die Reichsbürger-Razzia. 11 Bundesländer, die betroffen waren. Niemand aus Mecklenburg-Vorpommern. Das ist strange, wenn man sich die extreme Rechte anguckt und ihre Vernetzung, ja, dass da niemand dabei war. Mein persönlicher Tipp ist, die haben gleich gesagt, oh, Mecklenburg-Vorpommern lassen wir raus. Wenn wir die reinholen, ja, wissen das die Betroffenen sofort. Also da gibt es vielleicht schon so eine gewisse Sensibilität, aber es ist ein großes Problem und die richtigen Antworten sind auch noch nicht gesprochen. Ja? Aber das ist etwas, was wir tatsächlich auch gerade im Zug dieser letzten Razzia diskutieren. Genau, vielleicht auch noch mal eine etwas andere Frage zu einer anderen Ebene sozusagen, die Martin vorher vorgestellt hat. Und zwar wäre das die, wobei ich weiß gar nicht, ob das die gesetzliche Ebene an sich auch Teil davon ist. Genau, aber Martina, woran wäre denn zum Beispiel die Militarisierung der Polizeibehörden in den Polizeigesetzen ablesbar oder in der Gesetzgebung? Das ist eine schwierige Frage und ich glaube nicht so eins zu eins zu beantworten, weil vieles, das, was du ja auch dargestellt hast, spielt sich im Bereich der Ausrüstung, der Bewaffnung ab, spielt sich in Training ab. Das ist alles nichts, was in Gesetzen geregelt wird. Ich würde auch sagen, spielt sich in einem gewissen Selbstbild und Feindbild ab. Also ich sehe mich ja nicht nur als Krieger, ich sehe mich auch als Elite, ich bin autoritär und so weiter. Und das ist etwas, was jenseits der Befugnisse, die ja in Gesetzen geregelt werden, liegt. Deswegen glaube ich, muss da vielmehr die Frage der Finanzmittel, das ist ja auch etwas, was der Gesetzgeber zu entscheiden hat, wie viel Geld kriegt die Polizei für was eine Rolle spielen. Die Haushaltsgesetzgebung ist natürlich Gesetzgebung und sie hat maßgeblichen Einfluss auf die Möglichkeiten, sich all diese Wunschträume zu erfüllen. Ja, von dem Roboterhund und den Panzer irgendwie und der Spionagesoftware und was weiß ich. Als weniger jetzt in der reinen irgendwie sozusagen Gesetzgebung zur Bundespolizei oder zum BKA. Da wird natürlich nicht reingeschrieben, irgendwie wir üben Häuserkampf. Ja? So. Deswegen glaube ich, diese Debatte muss man tatsächlich über Ausrüstung, Personalstellen für was, über Finanzmittel, Ausschreibungen und so weiter diskutieren. Und dann ist es eine Frage auch der Ausbildung.
Also welches Bild von Polizei vermittelt Polizeiausbildung? Das sind alles Gegenstände, die natürlich auch im politischen Raum verhandelt werden, aber nicht den Kern jetzt von Sicherheitsgesetzgebung betreffen. Genau, du hattest nämlich auch schon gerade noch ein Stichwort genannt, was mir jetzt natürlich entfallen ist, entschuldige. Genau, ich gehe einfach in die Frage über. Und zwar ist das die Polizierung ja auch immer ein soziales Problem. Und genau, Martin hatte das ja auch schon dargestellt, dass die militärischen Einsätze unter anderem eben bei Demonstrationen stattfinden. Also das besonders, also das haben wir auch gerade, wenn wir darüber reden, wie sozusagen Polizeiarbeit oder Kriminalisierung verräumlicht wird. Das ist ja einerseits schon auch zum Beispiel, und genau darauf würde ich mit Lara gerne gleich darauf eingehen, kriminalitätsbelastete Orte, sogenannte, zumindest in Berlin heißen sie so, in anderen Städten heißen sie anders. Es gibt natürlich auch Orte wie beispielsweise Leipzig-Konnewitz, die extrem von der Polizei behandelt werden, wo auch einfach Sondereinsatzkommandos eingesetzt werden, wo sozusagen eigentlich, genau wie du gesagt hattest, diese Einsätze eigentlich nur eine Ausnahme darstellen sollen. Und wir haben natürlich mit dem Ukraine-Krieg auch eine Energiekrise beziehungsweise eine Inflation, die Leute auch spüren. Und es gibt tatsächlich auch von der Gewerkschaft, der Polizeigewerkschaft in Berlin zumindest, die Aussage, dass sich auch diese Behörde auf Aufstände und Riots sozusagen während Blackouts, also während Stromausfällen bereit macht. Das birgt natürlich dann auch sozusagen die Gefahr, dass die Polizei weiterhin militarisiert wird. Also dass es eigentlich immer stetig aufwärts geht sozusagen mit der Militarisierung und nicht eher rückwärts. Müssen diese entsprechenden Pläne und Szenarien, die Polizeibehörden da sich quasi auslegen und die Strategien, müssen sie den jeweiligen Ländern vorlegen? Wie lassen sich diese Polizeiarbeit sozusagen kontrollieren, wenn jetzt sozusagen die Polizei im Falle eines Blackouts dann plant, irgendwie sämtliche SEK- und BEF-Einheiten, die sie haben, rauszuschießen und sozusagen mit Panzern aufzufahren? Was ist sozusagen unsere zivile Option auch oder die politische Dimension? Ja, jetzt mal zum Ersten. Da gibt es ja auch ein gutes Beispiel. Also die sächsische Landespolizei hat sich ja mehrere dieser gepanzerten Fahrzeuge angeschafft. Ihr kennt alle noch die Debatte um die Frakturschrift, die man dann innen irgendwie auf die Polster noch angebracht haben wollte. Und natürlich ist die offizielle Begründung, und das spielt natürlich auf die verschiedenen Anschlagslagen an im Zuge der islamistischen Attentate, die wir hier in Europa erlebt haben, dass man solche Fahrzeuge braucht, weil eben auch potenzielle Attentäter über Sturmgewehre, aber auch panzerbrechende Munition verfügen. Und wenn man in so einer Situation dann entsprechend agieren will, muss man sich auch selbst schützen. Es ist von der Argumentation auch erstmal ein Stück weit, ja, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass wir natürlich, wenn wir schauen, was im Bataclan passiert ist und so weiter, wir mit Kriegswaffen zu tun haben in den Händen von Terroristen. Und auch wenn ich die Bewaffnung der extremen Rechten anschaue und die Auffindesituation von Depots und Ähnlichem und das Verschwinden von Munition und Waffen bei Polizei und Bundeswehr, was dann wieder bei Nazis auftaucht, ja, dann reden wir darüber, dass da Maschinenpistolen sind, dass da Sturmgewehre sind, dass da Granaten sind und so weiter. Der Witz ist aber, dass diese Begründung, dass man das eben für sozusagen Terrorismusbekämpfung braucht, schon dann nicht mehr funktioniert, wenn das erste Mal, wenn dieser Panzer im Einsatz ist, dass bei einer Antifa-Demo in Wurzen stattfindet und man den auf die Straße stellt. Und dann wird natürlich klar, um was es eigentlich geht. Und deswegen sage ich, diese kulturelle Ebene ist sehr wichtig. Dieses Auftreten, diese Uniformen, die dem Militär ähneln, dieses Ganze mit Helm und so weiter irgendwie und dieses Robocop-Getue, diese Panzer, das hat eine Funktion, eine gesellschaftliche. Und diese gesellschaftliche Funktion ist natürlich sehr nah daran, dass die Polizei natürlich auch in der Zunahme auch von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, sozialen Konflikten, Ungerechtigkeit und Ungleichheit
als politischer Akteur eingesetzt wird, weil man natürlich auf diese Situation versucht, seitens einer konservativen Sicherheitspolitik mit ordnungspolitischen Maßnahmen zu reagieren. Und nichts anderes ist ja auch in Lützerath passiert. Es ist ein gesellschaftlicher Konflikt und die Polizei macht sich zur Partei einer Seite, nämlich hier den Konzerninteressen von RWE. Also sind ein politischer Akteur und sie nutzen dafür ihre Möglichkeiten der Abschreckung und des Auftretens. Was haben wir für Möglichkeiten, irgendwie das zu thematisieren? Das ist wirklich schwierig. Ja? Wer sich die letzten Tage hingestellt hat und hat gesagt, der Polizeieinsatz in Lützerath ist unverhältnismäßig, von der Polizei ist Gewalt ausgegangen, die sind da aufgetreten wie die Hooligans, ja, also so auf Köpfe geschlagen und irgendwie diese Schreie irgendwie um sich hochzuputschen und die Formationsläufe und alles das, was wir da gesehen haben, der steht im Sturm, ganz ehrlich. Ja? Sag das mal im Innenausschuss, dann zerfleddern die dich. Ja? So. Das heißt, wir haben auch eine Situation, wo, ich muss sagen, sich etwas verändert hat. Ich würde sagen, noch vor Jahren hätte ich in so Situationen mir mehr Unterstützung auch von klassischen Liberalen gewünscht, von denen, die sich jetzt zum Beispiel irgendwie bei den Grünen auch ein Stück weit von Bürgerrechtspolitik verabschiedet haben. Und das heißt, die Stimmen, die das formulieren, die werden sehr stark angegriffen, kriminalisiert, delegitimiert und die sind auch schwach. Und ich glaube, dass wir deswegen tatsächlich diese gesellschaftliche Auseinandersetzung nicht nur um die Funktion von Polizei in sozialen Konflikten, sondern zum anderen über tatsächliche gesellschaftliche Alternativvorstellungen von Polizei nur stark machen können, wenn wir auch wieder gesellschaftliche Partner und Partnerinnen für diese Auseinandersetzung haben. Und da, glaube ich, kommen wir jetzt gleich zu, das ist etwas, was wirkliche zentrale Aufgabe ist, weil sonst sind wir immer nur eine Randmeinung, ja, und nichts, wo sich tatsächlich die Verfechter von klassischer oder herrschender Sicherheitspolitik ernsthaft mit auseinandersetzen müssen. Vielen Dank, Martina. Du hast die Brücke auch direkt geschlagen zu Lara. Genau, dich würde ich gerne einmal fragen. Martina hat es ja sozusagen schon gesagt, Polizei oder Polizierung ist auch ein Mittel der Unterdrückung bzw. Regierung von Menschen. Es wird zum Beispiel auch Armut stark kriminalisiert, es wird Migration kriminalisiert. Und ihr als Initiative habt da natürlich, also ihr arbeitet ja auch zentral zu dieser Frage, zu diesem Thema. Was würdet ihr als Initiative sagen, wer sozusagen, also was ist die Systematik dieser Beherrschung? Wer wird am meisten von der Polizei getroffen und wer wird beschützt? Ja, also ich glaube, da gehen wir auf alle Fälle am Anfang auch des Inputs nochmal richtig drauf ein. Aber ich glaube, es ist an der Stelle wichtig zu sagen, dass wir nicht nur auf die extremen Fälle gucken sollten, wer tatsächlich von der Polizei getötet wird oder wer sich eben in einer Protestsituation am Ende in einer Situation wiederfindet, wo er Repressionen erlebt, sondern eben auch, welche Leute betrifft es, die es eben nicht aktiv darauf angelegt haben, hier eine Gesellschaftsordnung irgendwie anzufechten. Und da zählt zum Beispiel natürlich die Kriminalisierung von Armut ganz zentral dazu, aber eben auch die Kriminalisierung von Migration und die Kriminalisierung von Wohnungslosigkeit, die ja in unserem Kontext, weil wir uns in Berlin hauptsächlich zu dem Thema irgendwie positionieren, besonders eine Rolle spielt und besonders, wie wir es auch schon vorhin erzählt haben, zu den KBOs, weil an diesen Orten eben sehr viel zusammenläuft. Genau. Wir haben auch eine kleine Präsi mitgebracht, um so ein bisschen zu erklären, wie wir eben von dem Punkt einer polizeikritischen Kampagne hin zu einer Initiative, die sich auch selbst als abolitionistisch bezeichnet, irgendwie auch gekommen sind und zu dem Thema Aufrüstung für die Sicherheit halt auch zu hinterfragen, wessen Sicherheit wird denn hier gerade thematisiert. Und da wollten wir zuallererst auch noch mal kurz über die Funktionslogik der Polizei, die du auch schon angesprochen hast, eingehen und warum wir
eben nicht davon ausgehen oder auch nicht fordern, dass die Polizei reformiert wird. Zuallererst sagen wir eben, dass die Polizei eine Gesellschaftsordnung sichert, die wir ablehnen. Und zwar konkret das Kapital sichert, die weiße Vorherrschaft und die Abschottung. Und das sehen wir eben sowohl in den Diskursen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, aber auch eben an ganz konkreten Beispielen. Zum Kapital, klar, also wir haben schon Lützerath angesprochen und der Fakt, dass die Gefangenentransporte vom RWE gestellt wurden, ist halt auch symbolbildhaft dafür, auf wessen Seite die Polizei hier steht. Aber auch hier nochmal, es betrifft eben auch Menschen, die produktiv gemacht werden sollen in einer Kapitallogik. Wir erinnern uns, dass letztes Jahr, 2022, Yusuf Berdichevsky bei einer Zwangsräumung getötet wurde. Und Zwangsräumungen sind eben eines der Beispiele dafür, dass die Polizei immer wieder Aufgaben, repressive Aufgaben übernimmt und kriminalisierende Aufgaben übernimmt, die genau dazu da sind, um eben ja, Besitzverhältnisse abzusichern. Wir sagen auch weiße Vorherrschaft, nicht nur, weil sich das irgendwie historisch ergibt, durch die Entstehungsgeschichte der Polizei, dadurch, dass das Polizieren an sich ja auch in so kolonialen Laboratorien immer wieder auch praktiziert wurde, sondern halt auch in der Funktionslogik, die halt differenziell ist. Das heißt, die Polizei stellt sich eben hin und sagt, wir sind Sicherheit und dafür braucht sie auch ein Feindbild, nämlich Menschen, die als irgendwie Gefahren dargestellt werden. Und das heißt, es ist immer irgendwie der Schutz der einen Gruppe oder das Sicherheitsempfindens einer Gruppe vor der anderen Gruppe. Und das tut sie eben, indem sie da rassistische Motive auch immer wieder zum Einsatz bringt. Und natürlich zum Thema Rassismus sehen wir auch immer wieder, wer denn am Ende von der Polizei getötet wird. Und das ist aber für uns quasi nur die Spitze des Eisberges dessen, was die Polizei eigentlich systematisch auch an Gewalt ausübt. Und dann eben auch wichtig im stadtpolitischen Kontext, aber auch im internationalen Kontext, ist, dass eben immer auch die Abschottung eine große Rolle spielt. Also wir sehen, dass auch ja, deutsche Polizistinnen zu Frontex gehen und dort Grenzen sichern sollen. Wir sehen aber auch, dass die Funktion der Grenzkontrolle immer mehr auf die Innenstädte verlegt wird. Und da spielt eben diese räumliche Frage eine große Rolle, dass eben viele Fälle des Racial Profilings auch an KBOs, also kriminalitätsbelasteten Orten, ja, der Funktion dient, auch zu sehen, ob der Aufenthaltsstatus stimmt und illegalisierte Menschen auch der Abschiebehaft zuführt. Und kann ich genau ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, falls das hier Leute nicht wissen, kannst du vielleicht noch ganz kurz sagen. Teile oder Orte in Berlin, die von der Polizei als besonders gefährlich eingestuft werden oder an denen laut polizeilichem Erfahrungswissen, also darauf wird sich berufen, dort besonders viel Kriminalität in signifikantem Ausmaß stattfindet. Und an diesen KBOs erhält die Polizei eben besondere Befugnisse, zum Beispiel die verdachtsunabhängige Kontrolle. Und Besonderheiten der KBOs sind eben, dass die oft eigentlich nur mit Plätzen oder irgendwie Orten markiert sind. Also zum Beispiel ist der Kotti ein KBO oder der Alexanderplatz. Wir wissen aber nicht, wo genau eine Grenze des KBOs eigentlich auch verläuft. Das argumentiert die Polizei zum Beispiel damit, dass sie eben nicht will, dass Leute irgendwie den Grenzen des KBOs irgendwie entweichen. Und an diesen KBOs sehen wir dann eben, dass es dort vermehrt zu Racial Profiling kommt und dass die auch sehr stark dem Labeling-Ansatz folgen. Also der Ort wird halt als gefährlich benannt und zumeist dann aber auch verschiedene Personengruppen, die sowieso schon als quasi Feindbilder hier genutzt werden und die verschiedenen Delikte, die überhaupt zur Identifizierung eines KBOs irgendwie so gehören, sind halt auch nach einem Labeling-Ansatz. Also zum Beispiel am Alexanderplatz wird eben stark auf Wohnungslosigkeit und Armutsdelikte abgezielt.
am Kotti oder am Girlie eben sehr viel über Rauschmittel. Und in Neukölln spricht man von diesem schönen rassistischen Wort von Clankriminalität. Das heißt, wir sehen nicht nur eine räumliche, sondern halt auch irgendwie eine rassifizierte und eine ja, personengruppenspezifische Reduktion von so Tatbeständen an KWOs. Genau. Was wir auch noch als problematisch sehen, oder vor allem jetzt so in der letzten Zeit und im Hinblick mit Aufrüstungsdiskursen, ist auch der Einfluss der Polizeigewerkschaften und der Polizeien als Akteure, weil wir feststellen, dass es der Polizei immer wieder gelingt, nicht nur Diskurse zu platzieren, sondern eben auch als nicht als Interessengruppe, sondern als Expertin aufzutreten. Und das tun sie eben, indem sie mit einer ja, Praxiserfahrung argumentieren. Zum Beispiel an den KWOs wird dann eben gesagt, sie berufen sich auf polizeiliches Erfahrungswissen, obwohl das eben Akteure in der Polizeigewerkschaft eigentlich gar nicht haben, weil die eben nicht aktiv im Dienst sind. Und sie machen das aber, weil sie sich damit eben als Gegenstimme positionieren können zu wissenschaftlichen Diskursen und sagen können, das ist jetzt, wir repräsentieren uns hier als Expertin in dem Bereich. Und das sehen wir eben, wie gesagt, nicht nur in den Stadtteilen, sondern auch mit dem Labeling. Und wozu das eben führt, also auch an den KWOs, ist halt, dass dann aufgerüstet werden kann oder beziehungsweise dort Mittel frei gemacht werden, weil der Ort sowieso schon als gefährlich eingestuft ist und weil für den Ort auch immer wieder Diskurse in die Medien gebracht werden und dann eben Mittel frei gemacht werden über die Bedürfnisse der BürgerInnen hinweg. Und das haben wir eben gesehen bei den Wachen, die an den KWOs gebaut werden. Am Alexanderplatz gibt es jetzt schon eine Wache, die sich aber hauptsächlich mit Diebstahl von Touristen irgendwie auseinandersetzt. Und dann gibt es jetzt natürlich die Kotti-Wache. Und die Kotti-Wache ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass da unglaublich viel Geld reinfließt. Und die AnwohnerInnen dieses Projekt oder die Kotti-Wache sowieso platziert über den Köpfen der Leute ja auch symbolhaft gar nicht wollen. Und genau, dafür sind eben diese KWOs irgendwie sehr nützlich. Und wir sehen in Berlin vor allem auch trotz allem und egal wer regiert, ein stetiges Wachstum für der Budgets, für Polizeien. Und das zeigt eben, dass diese Aufrüstungsdiskurse relativ einfach legitimierbar sind und auch ja, sich schon fast als neutral etabliert haben. Also seit 2010 ist in Berlin irgendwie das Budget für Polizei, für die Berliner Polizei um 54% insgesamt gestiegen. Und natürlich ist natürlich auch der Haushalt gestiegen, aber auch dazu im Verhältnis macht das jetzt 5,7% des Gesamthaushalts aus. Und vorher 4,5. Das heißt, es ist halt eine Priorisierung der stadtpolitischen Anliegen, genau, wo man eben sagt, wir stellen Sicherheit über alles andere. Und zu der Frage des abolitionistischen Ansatzes, die ja auch gestellt wurde, würde ich dann noch sagen, dass wir natürlich, also KWOs und Kriminalisierung ist eines der Themen, zu denen wir arbeiten. Wir setzen uns natürlich auch irgendwie mit Visionen und Alternativen auseinander. Und da gibt es viele Ansätze für. Aber was wir finden, was eben auch zu wenig Platz bei solchen Diskursen, die sich um Polizeikritik drehen, findet, ist ja, wir müssen entwaffnen und entnazifizieren. Und es ist gut, dass es diese Forderungen gibt. Aber darüber hinaus müssen wir eben die Alternative dazu auch gleich mitdenken. Also wenn wir sagen, wir sind AbolitionistInnen, dann stellen wir uns in eine Tradition für emanzipatorische Kämpfe gegen Unterdrückung und Ausbeutung und Sklaverei. Und der neue Abolitionismus fordert eben, dass wir Zugänge schaffen und die Straflogik und die Kriminalisierung, die eben in der Polizei als Ganzes in der Funktion ist, dass wir die eben neu denken. Und ich finde, oder möchte das noch, auch noch mal so ein bisschen irgendwie runterbrechen, weil ja auch die Frage nach Defund the Police und was das eigentlich, ob das eigentlich passt und wie wir das eigentlich sehen, kam.
also die Fund meint ja nicht nur, also auch, aber nicht nur einer finanziellen Einschränkung. Es geht ja dann auch über die Polizei hinaus um die Einschränkung von der rechtlichen Ebene und dass man dann eben dort entkriminalisiert und auch nicht nur die Polizeien mitdenkt, sondern auch die Gefängnisse. Dass man Gefängnisse aufbricht, aber auch andere Orte, an denen Menschen ihrer Freiheit halt beraubt werden und nicht teilnehmen können. Das sind zum Beispiel Lager, aber auch vielleicht geschlossene Psychiatrien. Und wenn wir da gleich die Alternativen auch mitdenken, dann finde ich, wird das Ganze auch greifbarer, weil dann klar wird, okay, wir brauchen also keine Lager, dann müssen wir eben gucken, wie wir Menschen zivilgesellschaftlich unterbringen in den Städten, ohne dass sie dort eingesperrt werden. Und deswegen finde ich auch die Forderung nach, oder finden wir die Forderung nach Defund und Divest Invest. Das heißt, wir müssen diese Priorisierung quasi wieder klarziehen, besonders wichtig. Und uns halt auch mit den Alternativen beschäftigen, unabhängig davon, ob wir jetzt Bagatelldelikte entkriminalisieren. Was machen wir denn tatsächlich, wenn Leute Gewalt ausüben? Und müssen uns da eben auch an den Strategien orientieren, die marginalisierte Menschen sowieso schon auch ausüben, weil sie eben nicht die Polizei rufen, wenn etwas passiert. Und da ist eben transformative Gerechtigkeit als Ansatz oder auch Community Accountability halt besonders wichtig. Also wir wenden uns, also Menschen, die marginalisiert sind, wenden sich nicht an die Polizei, wenden sich aber an Freundinnen und Menschen in ihrer Community. Und der Ansatz kann eben nicht sein, solche Probleme zu lösen, indem man sie wegkriminalisiert, sondern dass man eben einen tatsächlichen Umgang damit findet, bei dem alle Beteiligten auch die Möglichkeit bekommen, Dinge wieder gut zu machen, statt quasi aus dem Stadtbild zu verschwinden und in den Knast zu gehen. Genau. Und dann noch der Aufruf für alle, die sich generell vielleicht interessieren für Alternativen. Wir veranstalten ein Polizeitribunal vom 5. bis zum 7. Mai. Zum Anlass in der gleichen Woche gibt es einen Polizeikongress, einen europäischen Polizeikongress, wo sich sämtliche Vertreter der Polizeien und Aufrüstungen in Berlin treffen und wir möchten eben eine Gegenveranstaltung dazu organisieren, bei der wir so ein bisschen angelehnt an die NSU-Tribunale, also die Opfer von Polizeigewalt beklagen wollen, die Verantwortlichen anklagen wollen, aber eben auch Alternativen einklagen wollen. Das heißt, wir werden uns da auch mit Alternativen beschäftigen. Das wird bestimmt total niedlich und schön und wir hoffen, dass da viele interessierte Leute dazukommen, weil wir es eben irgendwie schaffen müssen, da zu wachsen und gemeinschaftliche Alternativen zu formulieren. Und da könnt ihr uns finden.